Cook Attack TV. Und heute machen wir einen leckeren Käsekuchen. Ganz einfaches Rezept, stupide 2, 4, 6, 8 Zutaten, wenn überhaupt. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video. Ihr könnt auch mal einen lecker Käsekuchen machen. Und ja, dann kommen wir zu den Zutaten. Die Zutaten sind ganz einfach, wir brauchen 6 Eier, 2x Puddingpulver, Schattenmorellen, 1 Kilo Speisequark Magerstufe und 300 Gramm Zucker. So, als erstes fangen wir erstmal an, das Ei zu trennen vom Eigelb. Geben wir hier eine extra Schüssel, das macht ihr mit 6 Eiern. Dann verrühren wir das Ganze mit Zucker. Ja. So, das Eiweiß stellen wir kurz an der Seite, das wird schön schaumig geschlagen. Das heben wir dann unter die Masse. So. Jetzt das 6. Ei. Ja, was gibt es Neues an der Cook Attack Front? Das Intro habe ich letztes Mal schon vorgestellt. Was gibt es Neues? Ich habe einen neuen Kanalballer. Wer es vielleicht erkennt, ist so eine kleine Karikatur, soll das von mir darstellen. ja, mit ein bisschen Essen. Mit ein bisschen, ja, bisschen Schrift und so einen kleinen Koch, der ja, ein Messer in der Hand hat. Ne? Ich finde das super geil, das Bild. Übrigens ist das von der Kristallflamme, heißt die. Und danke dafür nochmal, es ist super geil, dass das mit dem Auftrag so schnell geklappt hat und alles so kompliziert mit der Rechnung und alles war echt dafür. Dicken Daumen nach oben. Ich verlinke sie auch nochmal und unten in der Beschreibung werdet ihr auch sehen. Wenn man einen guten Kanalmanner braucht, ist freigezeichnet mit Skizze, allem drum und dran. Also richtig viel Arbeit dran. Checkt es out. Unten in der Kanalbeschreibung nochmal alles weitere zu ihrem Kanal. Gut. Jetzt haben wir die Eier. Jetzt haben wir den Zucker. Zack, rein da. Jetzt brauche ich noch meinen Schneebesen. Ich werde auch mal eine größere Schüssel nehmen. Das war sehr optimistisch. Eigentlich wollte ich auch das Eiweiß erst hier reinschlagen. Aber es war dann schon zu spät. Ja, bei dem Video werde ich jetzt hier nicht ganz so viel schneiden, weil der Kuchen halt so simpel ist, dass ich dann gar nichts mehr erzählen müsste und das möchte ich nicht. Ich möchte ein bisschen im Video auftauchen. So. Die ersten 500 Gramm Magerquark. Ich hoffe, man sieht auch alles. Ich habe gerade gar nicht gesehen. So, wenn wir das Display von der Kamera drehen, dann sehe ich auch, was ich mache. So. Ja, Kanalbanner habe ich erzählt. Jetzt hier der Käsekuchen, der sich gewünscht wurde, dass ich den mal machen soll. Also werde ich das auch machen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Kritiken, oder mal sehen wollt, was ich, dass ich mal das und das und jenes und hier kochen soll, dann sagt einfach mal Bescheid. Ich bin dafür alles offen. Ich mache eigentlich auch jeden Scheiß. So, ob es, also ich habe jetzt keine Richtung, wo ich sage, ich koche nur Deutsch, ich koche nur das. Ich probiere alles aus, das seht ihr ja. Ob ich nun dieses türkische Gericht gemacht habe oder typisch italienische Caponara. Da bin ich frei von allem. Ich mache auch alles mit.
Wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, ah, ich bin mir nicht sicher, wie ich das machen soll, oder hey, ich will mal sehen, wie der Patrick das macht, dann ist das kein Problem. Wie ihr seht, ist das schon ganz simpel. Jetzt packen wir jetzt hier einmal noch Vanillepudding mit rein. Das soll für den Geschmack sein. Damit man den Vanillegeschmack hat. Ich denke mal auch, die Stärke hat hier einen sehr großen Faktor. Allerdings kann ich euch übers Backen ja nicht alles hundertprozentig sagen. Ich kann jetzt hier nur spekulieren, ob die Stärke ein gewisser Standpunkt des Kuchenvorganges ist beim Backen oder so ähnlich. Es gibt ja verschiedene es gibt ja verschiedene Käsekuchen. Jetzt hier ganz vorsichtig, ich bin immer so einer, wenn irgendwas Pulveriges ist, ich matsche damit so rum. Ja, was soll ich sagen, hier ist auch kein Mehl drin, keine Butter, es gibt verschiedene Käsekuchen. Für manche braucht man Butter und ach, da gibt es ja die tausendsten Ideen, da gibt es ja alles Mögliche. Sei es nun der eine macht Backpulver rein, der andere nicht. Der andere macht einen Kuchen und Boden extra noch vorher und macht das außenrum. Also das ist ja verschiedene. So, jetzt habe ich hier meine Kirschen. So, den Saft nehme ich jetzt mal nicht. So, was, wie machen wir es denn am besten? Nur mal einen Löffel. Ne, ich mache alle Kirschen rein. Kenne ich ja nicht. So. Schwuppdiwupp. Schön süß sind sie auch. So, wenn ihr jetzt cleverer seid wie ich, dann zieht ihr die Kirschen jetzt noch nicht unter, sondern erst ganz zum Schluss, wenn das Eiweiß auch mit drin ist. So, das haben wir. Jetzt schlagen wir das Eiweiß auf. Also ich mache das ja total gerne mit der Hand. Immer schön abgeschlagen. Allerdings dauert das natürlich etwas länger. Darum mache ich jetzt hier doch nochmal einen kleinen Break. Und ja, ihr macht das am besten mit dem Handmixer. Schön glatt rühren die Masse. Beziehungsweise die schaumig. Und woran ihr erkennt, ob das gut so ist, seht ihr gleich. Ja, das Eiweiß ist nun steif geschlagen. Das seht ihr, hier ist was drin in dem Topf. Hier seht ihr mich. Ich habe nur ein bisschen Angst. Seht ihr, steif. Nichts auf dem Hahn, nichts auf dem Kopf. Hat alles geglückt. Und ja, jetzt kommt das Eiweiß hier mit runter. So, jetzt haben wir hier unsere Form. Ich habe hier eine Silikonform. Da kommt die Masse jetzt rein. Und geht dann bei ja, worauf ihr achten solltet, dass jeder Ofen ist verschieden. Ich werde das jetzt mit Ober-Unterhitze machen, 175 Grad, und stelle erstmal eine halbe Stunde ein, dann gucke ich mal. Und ja,
Das war's schon wieder vom Cooketech TV. Ich wünsche euch einen guten Tag, gutes Gelingen beim Nachmachen. Bis dann, euer Patrick.